Lielo, ich versuche gerade meinem PC beizubringen, zu erkennen, ob sich das Fernsehprogramm umgeschaltet hat. Hier in dem Fall das erste Programm. Da hängt jetzt meine Webcam am Fernseher und filmt so rum. Ich hatte mal schon mal ein Video gemacht zu Motion. Ne? Motion Capturing läuft gerade. Und wir sehen gerade, da hat sich beim ersten so ein bisschen was im Bild geändert. Das muss ich noch mal genauer trainieren. Man sieht aber jedenfalls, es funktioniert schon mal soweit. Muss ich noch ein bisschen fein einstellen. Wie gesagt, jetzt schalte ich mal auf ein anderes Programmchen um. Hier in dem Fall die 5. Moment, auf Programm 5. Wir sollten dann gleich sehen, dass sich da was tut. Ne? Hier in dem Fall Tele 5. Ja, sehen wir gerade. Die Einstellungen zeige ich gleich nochmal richtig im Video. Wir müssten gleich feststellen, dass der gleich wieder ein paar Bilder, also Images, rauswirft, weil er erkannt hat, dass jetzt Tele 5 kommt. Wie gesagt, ich habe das da, passiert schon. Ne? Hier unten erscheint dann in der Liste, muss ich jetzt noch ein bisschen nach unten blättern. Ja, schauen wir mal. Nach unten blättern. So. Dass jetzt anstatt des ersten Programms Tele 5 eingeschaltet ist. Wie gesagt, die Feineinstellung müssen wir noch machen. Das Ding erkennt unter Umständen das aktuelle Fernsehprogramm oder kann man auch nutzen, ob Werbung gerade ist oder nicht. Schauen wir uns mal die Einstellungen an. So, jetzt sind wir mal mit Record My Desktop auf dem PC. Wie gesagt, hier sieht man, läuft Motion bereits. Ich drücke mal Steuerung C und breche das ab. So, Motion hatte ich aufgerufen mit dem Parameter Motion Leerzeichen minus S. Motion findet ihr im Software Center oder ihr installiert es mit sudo apt-get install Motion. In meinem Video zu Motion hatte ich schon mal erklärt, dass man einen Unterordner erstmal anlegen muss. Einen Unterordner, der versteckt ist. .motion habe ich schon gemacht. Darunter gibt es einen Unterordner namens Pic und eine Motion Config. In dem Unterordner Pic landen die Bilder. Hier in dem Fall vom ersten Programm, hoffentlich auch, nehme ich jetzt nicht und Tele 5 so ein Stück scannen. Gut, das Logo ist ja bekannt. Motion Config Datei sieht bei mir im Moment so aus, wie im letzten Video, das ich vor einiger Zeit gezeigt hatte, ist das Zielverzeichnis für die Bilder mein Home-Verzeichnis, also Home Directory. Hier müsst ihr euren eigenen Benutzernamen einsetzen. Dann der Unterordner Punktmotion und Unterordner Pic, der Picture-Ordner, der muss von euch händisch angelegt werden. Wenn ihr die versteckten Dateien nicht seht, dann müsst ihr halt mit Steuerung K die einblenden. So, schwierig ist die Einstellung insofern, dass sich das Bild hinter dem Logo dann oftmals ändert, ne? Dann ist das so durchsichtig. Ja, gehen wir mal ziemlich weit hoch. Wenn sich hinter dem ersten Programm irgendwas ändert, dann muss man das ziemlich tolerant einstellen. Gut, wie ich habe gesagt, es muss erstmal mindestens 13 Frames müssen sich ändern. Ja, 13 Frames. Das hier dient nur dazu, wie viele Bilder will man vorher, bevor sich was geändert hat, speichern. Wie viel danach? Wie groß ist das Bild, das ich speichern möchte? Ich will gar kein großes Bild speichern. Die Logos sind mir bekannt, ich will nur die Änderung. Man kann natürlich auf dieses Motion-Änderungs-Event reagieren. Hatte ich schon mal gezeigt mit meinem Fliegenfänger-Apparat. Framerate, die Anzahl der Bilder pro Sekunde habe ich auf 10 gesetzt. Automatische Helligkeit, die Qualität habe ich ziemlich schlecht gesetzt auf 10. Weil mich die Qualität gar nicht so interessiert, ich will nur die Änderung wissen. Die Helligkeit auf 0. Was richtig was bringt? Light Switch 7. Gut, Light Switch, das ist quasi
so eine Art Lichtschalter, ne? Ja, dass der auf Helligkeitsänderung tolerant reagiert. Weil sich halt hinter dem Logo, ne, dann oftmals das Bild noch ändert, ist Light Switch bei mir auf einen kleinen Wert gesetzt, was das Ding sehr tolerant gegenüber Änderungen macht. Und dann habe ich noch außer der Helligkeit der Videokamera den Kontrast auf 100 und Sättigung auf 50 gemacht. Dann habe ich das Bild noch umgedreht. Meine Webcam hängt ja auf dem Kopf, habe ich das Bild noch um 180 Grad gedreht. Dann kann er noch lernen, wie schnell kann er denn lernen, wie das Bild eigentlich aussieht. Ne? Er kann lernen von dem Bild, was er bekommt. Wichtig ist auch Threshold. Ne? Je höher der Wert, desto toleranter wird er gegenüber Änderungen. Bis hin zu, er ändert überhaupt nichts, er merkt überhaupt nichts mehr, er wird quasi schmerzfrei. Gut, mit den Einstellungen Threshold, Anzahl der Motion Frames und mit dem Light Switch, ne, kann man noch rumspielen oder muss ich noch rumspielen, damit er tatsächlich nur dann reagiert, wenn sich tatsächlich das Programm ändert. Ne, zum Beispiel, weil Werbung eingeblendet wurde. Gut, die anderen Parameter habe ich schon erklärt. Noise Tune habe ich noch eingeschaltet. Das ist ganz gut für Hintergrundrauschen, ne? Wer ein rauschiges Bild hat. Ne? Nicht, dass ich nur, wenn so ein paar Pixel sich ändern, sich sofort alles so ja, dann aufgezeichnet wird. Nehmen beim Picture an, dann will ich auch nicht. Also mit dem Parameter Noise Tune, ne? Also Hintergrundrauschen, ne? Geflimmers. Threshold, ne? Wie viele Pixel müssen sich im Gesamtbild hier 320 mal 240 gibt eine große Zahl, was weiß ich, ich sag mal 74.000. Und mindestens 2.000 Pixel davon müssen sich geändert haben, damit das überhaupt mal ein Event wird. Es müssen sich mindestens 13 Frames geändert haben, 13 Bilder hintereinander weg. Ja, und ich habe ein Framerate von 10 Bildern pro Sekunde, also es muss etwas mehr als eine Sekunde lang sich ständig was getan haben und da muss ich ganz viel getan haben, nämlich 2000 von, ich sage jetzt mal 74.000 Pixel. Und der Light Switch ist so eng eingestellt, dass ich selbst auf Helligkeitsänderungen im Wohnzimmer oder halt im Hintergrund sehr gut reagieren kann. Das Ding reagiert also träge, was es auch soll. Gut, ihr passt diese Einstellung eurer Webcam an und probiert mal ein bisschen dran rum. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Webcam sitzt und was die sieht. Einfach mal testen, aber ist doch ganz witzig. Und wie gesagt, da mal ein Video mal anschauen, wo ich dann gezeigt habe, wie man auf die Events reagieren kann. Ihr könntet euch zum Beispiel eine Schaltung an dem PC basteln. Es gibt ja solche Anschlüsse für den PC, zum Beispiel Lichtschalter, den man PC steuern kann und dann darüber den Ton aus- und abschalten, wenn ihr den wollt, für die Werbung oder so. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss. Light Switch. Hier übrigens das Basic Guide. Hänge ich euch an als Link von Motion. Und tschüss.